So, meine Freunde, herzlich willkommen zu Resident Evil 2, dem 2019er Remake. Ich bin erstmal übel heilfroh, dass wir früh spielen können, denn ich dachte, es wird erst heute Abend freigeschalten, so wie das ja üblich ist. Kamera machen wir auch gleich an. Wir fangen aber erstmal direkt mit der Kampagne an. Und zwar spielen logischerweise, ich würde sagen, wir spielen zuerst Leon S. Kennedy. Und Claire dann auf jeden Fall auch noch, aber erstmal Leon. Assistiert mit Zielhilfe, Autoerholung, Gegner sind schwäche Müll. Wird Standard, ist so ein normaler Spielmodus. Und ich denke mal, Claire werden wir dann auf Veteran spielen. Da gibt es nämlich kein permanentes Speichern. Das heißt, wir brauchen ein Farbband zum Speichern, so wie es im Original auch schon war. Aber Leon erstmal auf Standard und damit lasse ich euch kurz mit dem Intro alleine. Bis gleich. Diesmal auch mit Ton. Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du stark bleiben. Okay, gib der Druck nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde grad gut. Schlafen. Oh, Scheiße! Nein. Nein, nein. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Niemand da? Komisch. Ja? Schalte hier mal die Cam ein. Shift kann man sprinten, mit WASD kann man ja laufen. Aber ich muss da gleich mal mit Leon schimpfen, ja? Denn wie kann man auf eine Tankstelle rauffahren, so ein Polizeiauto mit offenen Türen sehen und dann erstmal gemütlich tanken wollen? Also irgendwas geht hier vor sich.
erstmal ein bisschen um. Finde ich übrigens richtig geil, wie gut die Render-Sequenz ins Game übergeht. Also, gehen wir wieder runter. Aber was ist hier passiert? Wir spielen übrigens, da die Frage auf Mixer gerade aufkam, wir spielen auf maximalen Settings. Kurz. Wo wir zu tief im Spiel sind. Ja, ist auch rot markiert. In der Demo hat es funktioniert. Ob das jetzt so funktioniert, das werden wir sehen. Und bevor die Frage dann wieder aufkommt, wir spielen auf einem Ryzen 1700X und einer 2080 Ti von Nvidia. Seiner RTX. Wir spielen mit 200er Render-Qualität. Ganz wichtig, das ist dann praktisch 4K. Ich selbst sehe es in ganz normal Full HD. Und alle, die live zuschauen, sehen es in 810p. Was leider unserem toll ausgebauten Internet in Deutschland zu schulden ist. Ich wohne übrigens in der Großstadt und habe eine 200K-Leitung. Es geht trotzdem nicht. Ne, nur mal ganz kurz geflamed. So. Also, wie gesagt. Aber trotzdem, das Bild ist immer noch besser, auch wenn ihr das jetzt im Stream nur auf 810p seht, weil es trotzdem in 4K gerendert wird und dann einfach nur skaliert. Das heißt, ihr habt trotzdem die Vorteile. So, solange wie die Frames in Ordnung sind, lassen wir das auch so. In der Demo waren sie konstant gut. Deswegen hoffe ich, dass das so auch klappen wird. Schauen wir mal her, können wir irgendwas untersuchen? Ja, Entschuldigung, der gute Leon, der wird nicht gern nass, habe ich so das Gefühl. Oh, hier gibt's Hamburger. Im Intro, der Truck hat einen Hamburger gegessen. War der vielleicht vorher hier? Ist der vielleicht hier durchgefahren? Hallo? Irgendjemand da? Hier stimmt was nicht. Hört doch jemand, Alter, was? Alles in Ordnung? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Er hat dahinter gezeigt. Warum hat er dahinter gezeigt? Im Laden scheint es nur Bier, Wein und Öl zu geben. Und Eis. Sieht eigentlich aus wie eine Tankstelle bei uns, nicht? Nein. Will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Klappernde Flaschen. So, was? Hä? Ja, was hat er? Hey, was soll denn das? Ist er behindert? Warum macht er die Tür zu? Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, Sir, nicht näher! Nutz zum Teufel! Hallo! Ich schieße! Da geht!
Du. Du. Officer? Oh, fuck. Alter, was ist hier los? Da müssen die Untertitel ausmachen. Wir gehen gleich da raus, wir nur gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas mitnehmen können. Ah, guck mal an hier. Schlüssel? Abgenutzter Schlüssel. Inventar auf Tab. Untersuchung. Des Lagers. Deutschland. Okay. Alte Pizza. Alter Aschenbecher. Heiße Bilder. Geht so. Jetzt eine Schüssel Bonflakes. Oh komm, verfick dich. War nur zumindest gleich die Tür zu machen. Unmöglich. Das kann nicht sein. Hier haben wir jetzt einen Schlüssel. Wichtige Objekte finden. Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie im Inventar benutzen. Handy vibriert die ganze Zeit. Ich komme mal ganz kurz drauf, hier passiert nämlich gerade nicht. Geht sofort los. Bitte aufhören mit Vibrieren. Wir brauchen den Schlüssel an. Ohne den Schlüssel hätte man nämlich an ihm wieder vorbeigemusst. Das hätte uns Munition gekostet. Und Munition wird ziemlich rar. Hm. Was zum? What the fuck? Nicht schießen! Runter! Ich muss die Untertitel ausmachen. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Gut. Los jetzt! Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt.
an alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach, ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße! Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Hier ist nicht sicher! Geh schon weiter! Ich treffe keine Station! Ich komm hin! So. Moin, Andy. Ich kann höchstens mal. Lass mal umstellen. War auf ganz normale Kopfhörer. Vielleicht hilft das. Und die Untertitel. Sprache Untertitel. Machen wir aus. Denn zum Glück ist in dem Spiel, das ist gut abgemischt, man versteht auch alles. Die Kamera anmachen. Hallo. Wir sollten das reinste Chaos. Gar nicht auf die schießen, das bringt sowieso nicht. Er macht bloß noch 3 Schuss. Also, da geht es nicht lang. Scheiße. Und dann. Alle so. Alle verwandelt. Also zurück ist also keine Option. Das ist schon mal gut zu wissen. Polizeistation. Hat er gerade ein Auto demoliert? Bleibt schön, wo ihr seid. Ah!
Errungenschaft freigeschaltet, die Stadt der Toten. Das kann man im Stream auch sehen, ne? Und Aufnahme, ja, kann man sehen, da brauche ich nicht vorlesen. Ich lese nämlich hier wegen Mikrofon schlecht. Oh Mann. Und nicht durch. Ihm scheinbar auch nicht. Der Demo war die. Und die Tür von innen barrikadiert. Hier ist sie auf. Das ist der Punkt, in dem die Demo losging. Das heißt, ich weiß jetzt ein bisschen was. Kann natürlich sein, sie haben da was verändert. Wir gucken uns aber komplett um. Hallo? Ist irgendjemand hier? Die FPS sind ein bisschen schlechter als in der Demo. Wie gesagt, wenn sie zu schlecht sind, werde ich die Renderauflösung ein Stück runter. In der Kiste. X-Wachen. Was? Europation. Die Waffen machen so keinen Unterschied. Gut. Aber wir lassen mal da drin. Ich bin erstmal so. So, hier können wir jetzt nämlich speichern. Viel Speicherstände. Und erstmal hier. Polizeicomputer. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Sollte den Typ suchen. Okay, Karte mit M. Jetzt schon den ersten Bug gerannt. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich gegen meine Position und Umgebung anzusehen. Er zeigt auch interessante Details sowie Objekte, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. So, okay. Kacke, ne? Zeit für Konsole, Pistolenmunition. Unten habe ich nicht aufgenommen. Okay. Dunkelblätter Kasten. Inventarbox. Gut. Oh oh, ne doch. Ah genau. Irgendwie klappt das mit der Karte gerade nicht so. Wenn ich M drücke, ich habe gedrückt. Hängt das Spiel erstmal ungefähr eine Stunde. Festlich schließen. Okay. Das ist. Achso, hier hat die Munition ja gesehen. 6 Stück für die Pistole. Kann ich das denn weg? Nein, den haben wir doch schon benutzt. Den müsste ich doch eigentlich ganz easy hier reinlegen können. Und? Den brauche ich glaube nicht mehr. Erste Hilfe. Pack mal erstmal ein. Wir packen erstmal ein, was wir kriegen. Bleibt drauf. Sieht man noch nicht am Hebel. Schau mich erstmal ein wenig um. Kann man nachladen. Oh.
Nochmal zum Hebel. Will gar nicht. Will eigentlich nicht. Bitte. Ist alles Blut, Alter. Schon ekelhaft. Ziemlich. Okay. Warum? Brauchen wir eine Sicherung? Telefone scheinen auch nicht mehr zu. Was? So. Warum ist die Tür zugenagelt? Schaffst das? Gut, dass es sich zumindest selber Mut zuspricht. Ich hoffe, da liegt ein Toter. Munition drunter. Bin mir so sicher, dass ich das aufheben will. Mir gefallen. Bleib einfach liegen. Am neuen Schuss. Bleib liegen. Menüs müssen buggy, ne? Das hängt aber ewig. Gehen will. Und zumindest scheint der Bug mit dem Monitor weg.